I've got life. You're always on my mind. You gotta believe in something, alright. Kurzer Ausblick. Mein Boot. So, aber bevor unsere Städtetour startet, sind wir auf die Insel Chiovo weitergefahren und werden uns erstmal ein bisschen abkühlen mit dem schönen Bergmassiv im Hintergrund und der Stadt mit dorthin. Erstmal hier die Ruhe genießen. So, freie Bahn. Wir haben jetzt Begleitschutz und jetzt geht es Richtung Trovia. Steht nichts mehr im Wege. Wir suchen jetzt erstmal einen Parkplatz. Parkplatz haben wir und jetzt wollen wir erstmal gucken und nach Trovia reingehen. Mal sehen, was wir Schönes entdecken. Sieht ja ganz nett hier aus. Nur durch diese Brücke ist die Altstadt mit dem Festland verbunden. Wurde 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe hinzugestellt. Und wir werden jetzt von Landesinnere Seite auf die Insel gehen. Die Frauen sind schon mal wieder begeistert. Wir haben den Markt entdeckt mit ganz vielen Ständen. Aber wir werden uns jetzt erstmal die Altstadt angucken. Und zwar gehen wir jetzt hier durch das Landtor durch und gehen bis zum Hauptplatz. Da wollen wir hin. Weiter geht's. Einfach nur beeindruckend. Wirklich beeindruckendes Bauwerk. Weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Wieder durch Torbögen und kleine Gassen geht's weiter. Richtig schöner Ort. Man beachte
mal Ilka. Sie hatte eine ganz tolle Idee. Vorher sich abkühlen. Das macht Sinn, wenn man dann den Bikini drunter lässt. Sieht aus, als wollte sie beim Wet T-Shirt Contest teilnehmen. Jetzt gehen wir durch das Seetor zur Uferpromenade. So, jetzt sind wir an der Uferpromenade angekommen. Jetzt hat man einen herrlichen Ausblick auf die Stadtmauern, die noch sehr gut erhalten sind, und auf die Festung. Das ist nicht mein Boot. Meins. Ach, Ökas, ist klar. Mein Boot ist das. Ja, ja. Deins ist das da hinten. Ja, ja, meins ist das da ganz hinten, das Schlauchboot, das gelbe. Ganz oft wird man das Kamera knipsen. Das ist wirklich unbeschreiblich schön hier. Verlassen und gehen jetzt durch die kleinen Gassen wieder zurück, weil die ganze Familie hat mal wieder richtig Hunger. Schönes Restaurant gefunden, direkt am Hafen, und werden hier ein komplettes Menü für 50 Kuna essen. Mit Salat und Dessert. Und Ilka kriegt eine Pizza, ne? Ja. Frisch gestärkt geht's jetzt erstmal wieder durch die Gassen Richtung Auto. Einmal noch einen Blick über die andere Promenade, Fußgängerzone mit lauter Geschäften. Aber wir wollen jetzt aufbrechen. Und zwar fahren wir da oben über die Bergkuppe. Und dann zeigen wir euch nochmal eine richtig tolle Aussicht hier. Also wenn ihr in der Region von Šibenik seid, müsst ihr unbedingt mal nach Trogir fahren. So, die Sonne geht unter. Das ist die letzte Möglichkeit, hier nochmal zu filmen. Diese richtig tolle Aussicht. Im Hintergrund Split. Hier vorne Trogir. Für heute machen wir Feierabend. Und verabschieden uns von euch.